Nämlich hinter, ne. Jensen, haben Sie den Kalibrator dabei? Dann könnte ich nämlich Ihr abgefahrenes System optimieren. Ich habe jetzt alles, was ich brauche, um Sie richtig aufzumotzen. Sie meinen so wie beim letzten Mal? Nein, nein, nein! Ganz anders! Bei Wacklows Ehre kommen Sie einfach in mein Labor. Nicht viel los heute. Ja, das würde ich auch machen. Dann habe ich halt wieder Zugriff auf die ganzen Augs. Und theoretisch könnte ich mir dann das Township nehmen. So, mal schauen, was passiert, wenn ich denen die Infos gebe. Habe ich auch noch nie gemacht. Vielleicht ist das Ding, aha. So, okay. Und, haben Sie was über Pikes? Woran arbeiten Sie? Was ist Ihre große Story? Wir schreiben keine Stories. Wir bombardieren mit Fakten. 63% aller Erdbeben seit 1997 wurden durch Geobomben ausgelöst. Wussten Sie das? Muss ich überlesen haben. An diesen Katastrophen ist nichts Natürliches. Mögen Sie zahlen? Auf der Welt gibt es derzeit 7,1 Millionen Optis. 89% weniger als beim Zwischenfall. Der Chat im Darknet ist seit dem Vorfall in Dubai um 73% gestiegen. Alles hängt zusammen. Und ich kenne das Fazit. Gehört alles zu einem selektiven Entvölkerungsplan, den Sie seit Beginn verfolgen. Methoden und Ziele ändern sich, aber nicht das Vorhaben. Unsere Regierungen wissen davon, aber die Bevölkerung nicht. Und warum nicht? Weil Pikes 94% der Medien weltweit kontrolliert und 97% ihrer Nachrichten gelogen sind. Das ist Fakt. Wow. Sie haben Dubai erwähnt. Was wissen Sie über die Vorfälle dort? Ein Puppentheater im Mittleren Osten mit Ex-Bell-Tower-Söldnern und slawischen Gangstern. Eine sorgfältig geplante Varieté-Show. Geplant von wem? Jemand, der gerne das Spiel kontrolliert. An jeder Hand eine Puppe. Woher haben Sie diese Information? Wer war Ihre Quelle? Stimmen aus der Dunkelheit, Mann. Wenn du einschläfst, fangen sie an zu reden. So klingt das. Ein unerreichbares Flüstern. Es ist wie ein Geruch. Etwas, das noch nicht greifbar ist. Sie haben also keine Idee. Jede Menge sogar. Aber je mehr ich rede, desto weniger höre ich. Außerdem, journalistische Integrität. Wir sind hier unten nicht Pikes, okay? Wir gehören zu den wenigen, die nicht Teil der globalen Kontrollmechanismen sind. Indirekte und direkte. Sobald du in die Zahnräder der Maschine gerätst, war's das. Okay. Ja, schon den Beweis. Ich glaube, ich habe gefunden, wonach sie suchen. Okay, ich höre. Das ist interessant. Wobei, das ist auch ziemlich heavy. Hm. Das ist ein Passagierflugzeug über einer Ionosphärenforschungsstation abgestürzt. Grund war die dortige Arbeit des Militärs. Nicht ein augmentierter Passagier, wie Pikes es gemeldet hat. Scheiße, Mann! Das ist es! Schlagzeilenmaterial. Das war gut, Mann. Echt gut. Sonst noch was? Ich kann noch mehr geben. Helle. Oh ja, das kann ich auch machen. Befehle von Morgan Everett, Präsident von Pikes Montreal. Er hat einen Söldnertrupp angeheuert, um hier in Prag eine Datendisk zu beschaffen. Heikle Informationen, die unter Verschluss bleiben sollen. Das müsste für den Anfang reichen. Das klingt vielversprechend, Mann. Wirklich. Das werde ich mir persönlich vornehmen. Darf ich fragen, ob Sie noch mehr haben? Ja, unterminiert. Hier. Pikes wusste alles über einen kürzlichen Chemieunfall und seine Folgen. Ihre eigenen Leute haben sie gewarnt, aber nicht die Öffentlichkeit.
Die Volksgesundheit ist nicht so wichtig wie die soziale Ordnung. Das ist gut. Sehr gut sogar. Noch was? Leider nicht. Nein, das war's. Sehr cool, Mann. Das ist mehr als genug. Okay, Bones hat sich schon einen Wolf getippt. Wir haben alle Pikes Theorien gesammelt und einige Maßnahmen geplant. Jetzt müssten wir die Leerstellen füllen können. Wir sind hier also fertig. Fast. Wir müssen dafür sorgen, dass die Ausgabe ordentlich beworben wird. Sie müssen dazu eine Infostation der Stadt hacken. Sie ist direkt auf dem Weg. Ja. Okay. Nein, ich will nicht mit Kolla reden. Ist auf dem Weg, ist alles super. Halt dich doch fest, Jensen. Muss ich eigentlich bei der Palisade Bank rauskommen? Oh ne, beim Bauer. Was, ich muss da oben hin? Oh, das gibt's ja nicht. Da. Wir sind mehr als nur ein paar. Das war mal eine wunderschöne Stadt. Und jetzt? Muss ich dahin? Pionier. Oha, nochmal ein Neuropozin. Ich hab viel zu viel Neuropozin. Oh, der PC ist unlocked. Hier muss ich... Aha. Oh shit, sorry. What the fuck? Oh, was zum Fick? Ist über hier. Also über hier. What the fuck? Hey, hört man von mir noch jemand ein metallisches Geräusch? Ich kann mich hier nicht festhalten. Wie komme ich da hoch? Ärger. Aha. Shit. Genau so könnte es gehen. Damn it. Also. Ich wusste gar nicht, dass man da hochkommt. Achso, das muss ich jetzt hacken. So, Stufe 1. Anomalie festgestellt. Zugriff gewährt. Cool. So. Remote Admin aktivieren. Karl, sind Sie da? Wer ist da? Woher haben Sie meine Nummer? Ich habe getan, was Sie wollten. Samistad kann seine Botschaften jetzt verbreiten. Sie erinnern sich an unseren Deal? Ja. Ich werde Ihr kleines Spiel drüben bei der Importfirma nicht gefährden.
Halten Sie sich bedeckt, wenn Pike es bisher noch nicht hinter Ihnen her war. Jetzt sind Sie es. Keine Sorge. Und vergessen Sie nicht, wer die Guten sind. Oder Kerl. So, jetzt zu Collar. Sakura. Ja, muss ich doch nochmal Zug fahren, damit. Ist, wofür benutze ich meine Praxiskits? Also ich würde mir gerne das Townshield kaufen, weil dann wäre mein Steuerkreuz komplett. Andererseits will ich das Ding eigentlich gar nicht benutzen, brauche es eigentlich nicht. Aber sonst habe ich nichts. Hacken muss ich nicht optimieren. Jetzt sowieso nicht mehr, da ich es anscheinend verkauft habe. Health muss ich auch nicht optimieren. Das wäre vielleicht gar nicht mehr so mies. Erstmal zur Caller. Hier ist Aria. Ich habe gehört, was passiert ist. Mein Gott, direkt vor ihrem Apartment. Was ist vor meinem Apartment passiert? Jemandem wurden alle Implantate rausgerissen. Ist in der Gasse verblutet. Als ich hörte, wo es war, dachte ich... Mir geht's gut, Aria. Ich weiß nicht. Seien Sie vorsichtig. Das ist nicht der erste Vorfall dieser Art. Ich hab doch Dings schon gemacht. Mit Tony Gunn. Oh, Harvester, habe ich ja gemacht. Komisch, dass sie sich jetzt erst meldet. So, Caller. Hast du mittlerweile was Neues? Alles beim Alten. Scheiße, haben Sie gehört? Talos Rucker ist tot. Habe ich irgendwo gehört, ja. Ziemlich cool, was? Jetzt können wir echte Fortschritte machen. Er hat uns ganz schön blass aussehen lassen. Sie übertreiben. Was Rucker zugestoßen ist, hatte er nicht verdient. Wir sind politisch nicht einer Meinung. Ich finde, diese Märtyrernummer ist genau das Richtige. Aber konzentrieren wir uns auf unsere Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel die Optimierung Ihres abgefahrenen Systems. Haben Sie einen Kalibrator für mich? Mhm. Hm, cool. Glauben Sie wirklich, dass Rucker das Problem war? Dass sein Tod für die Optis irgendwas verbessert? Die Lösung war er jedenfalls auch nicht. Wir brauchen einen neuen Anführer. Einen, der nicht nur ein schickes Diplom hat. Einen, der kämpft. Verstehen Sie? Der diese Scheißgesetze nicht hinnimmt. Schon vom Humanrestitutionsgesetz gehört? Ja. Wenn der Entwurf durchkommt, dürfte es ziemlich egal sein, wer der Anführer ist. Das wird eine von der Regierung genehmigte Horrorshow. Das sage ich Ihnen. Männer in weißen Kitteln, die Augmentierungen rausrupfen wie Zähne. Oh, Igitt. Apropos Schrecken der Medizin. Soll ich sie jetzt reparieren, oder was? Warte. Immer noch mit dir labern. Diese Prozedur. Wird es wieder Überraschungen geben? Ich hatte ihre abgefahrene Tech nicht erwartet. Jetzt ist das anders. Jetzt weiß ich, was sie unter der Haube haben. Und? Sie haben mir das nötige Werkzeug gebracht. Das ändert alles. Was genau werden Sie machen?
Ich werde ihr System optimieren, damit es nicht mehr überhitzen kann. Es wird keine Störungen mehr geben. Jensen 2.0. Klingt doch gut, oder? Tun wir es. Okay. Bitte sagen Sie mir, dass so ein Neuroplastizitätskalibrator aussieht. Das ist er. Okay, wird nicht lange dauern, versprochen. Und keine Sorge, Mann. Zweimal hintereinander versage ich nicht. Ich habe alles penibel vorbereitet. Aber nehmen Sie bitte nichts raus. War gar nicht schlimm, oder? Wie fühlen Sie sich? Sehr gut. Irgendwie leichter. Ich habe sie repariert. Kein Limit mehr. Sie können jedes Implantat aktivieren, das Sie wollen. Ohne Konsequenzen. Das nice. Klingt gut. Danke, Koller. Ich weiß es zu schätzen. Ja, ja, ja! Gehen Sie und machen Sie mich stolz. Setzen Sie die coole Scheiße vollständig ein. Aber ich finde, irgendwie gab es nie wirklich ein Handicap. Also da dieses, ja, deaktivieren, das war gar nicht so schlimm. Ich finde, die hätten das machen müssen, dass jeder Aug zu Überhitzung führt. Dass wirklich jeder Aug, die man kauft, halt diesen Prozentsatz nach oben steuert und man dann gezwungen ist zu überlegen. Und jetzt deaktiviert Cora das Ganze und man kann alles benutzen. Dann fühlt es sich richtig an. So. Wie gesagt, ich habe zwei deaktiviert und war damit zufrieden, also... Wir hätten das ein bisschen besser machen können. So, jetzt gehe ich kurz zu meinem Händler. Verkauft ihre Scheiße, die ich habe. Ich glaube, der hat kein Praxiskit mehr. So, Tars. Brauchst du einen Mund? Du willst... Könnte... Müsste sau viel Kohle haben. 16.000. Ich hab 19! Ich hab 19 Euro pro 10 Dinger. Jesus. Ich verkauf mal 10. So, was brauche ich denn nicht? Das brauche ich nicht. Das. Der Revolver wäre schon geil. Typhoon will ich auch nicht. Das will ich auch nicht. Das will ich auch nicht. Oh, den Anklang machen wir schon geil. Oh ja. Aber nein. Darf nicht werden. So. 31.000. Jetzt könnte ich mir wirklich alles kaufen. Brauche ich nicht. Verbrauchsobjekte. Hat leider keine. Zubehör kaufe ich mir. Munition, ne. So. Jetzt, wenn ich schon hier bin. Ich habe 7. Und ich kann jetzt, wie gesagt, ich kann jetzt auch da Dings benutzen und Dings und Dings und jenes. Also lass mich mal gucken. Hacken brauche ich an sich, aber hat das wäre nützlich. Dann das war an sich auch nützlich. Verstärken. Wobei, das habe ich nie gebraucht, aber das wäre nützlich. Stealth. Da könnte ich den, dann helfen, wenn sich auch nicht schlecht. Das habe ich komplett. Dann Waffen brauche ich nicht, Arme brauche ich nicht. Die Peps, ja, wären sich nicht dumm. Weil es ist halt laut, das wird halt jemand hören. So, das habe ich ja. Der Nano-Klingen darf ich nicht tätig. Nein. Das bringt mir nur was, wenn ich ihn
Kampf bin. Und das sind ja, das ist Schutz, das. Fängt dich völlig. Na komm. So. Ich will irgendwie muss ich das ja benutzen. Und die anderen beiden. Nein. Bock exakt auf Verfügung, was habe ich? 10 Ziele erreichen eigentlich. Typhoon nicht, ich nehme das. Andererseits. Ich behalte die 2. Da. Kurz gucken. Das nehme ich hier hin und das nehme ich hier hin. Na. Perfekt. Ich bin voll ausgerüstet. Jetzt können wir in die Schweiz gehen.